Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video, willkommen zu einem neuen Days in my Life am Kar-Samstag. Ich glaube, jetzt wird es gleich laut, ich bin in der Waschstraße, die man unschwer erkennen kann. Jetzt ist das Licht doch noch so komisch rot und jetzt kommt gleich der Föhn. Ja, eigentlich ein ungünstiger Zeitpunkt, jetzt den Vlog zu starten, aber ich habe mir gerade gedacht, ich habe nichts zu tun in der Waschstraße. Heute sind wir schon sehr früh aufgestanden, das habt ihr schon mitbekommen. Wir waren um 8 Uhr bereits im Lebensmitteleinkauf. Oh mein Gott, das Licht ist ja schrecklich. Wir haben schon alles für den Osterbrunch eingekauft und auch für heute. Wir werden heute nämlich mit der Grillsaison starten. Ich freue mich sehr drauf. Das erste Mal grillen in diesem Jahr. Yay! Und ja, ansonsten wird das sicherlich ein sehr unterhaltsamer, alltäglicher Vlog. Mal schauen, was alles so passiert. Ich habe jetzt keinen großen Plan. Ich habe am Wochenende auf jeden Fall frei, außer dass ich vlogge, aber ich muss nichts arbeiten. Jetzt war ich trainieren, das habt ihr auch schon gesehen. Und jetzt geht es auch ab nach Hause duschen und endlich was essen. Es ist nämlich schon 10.50 Uhr. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe riesen Kohldampf. Jetzt ab nach Hause erstmal essen, duschen. Ich denke, die Haare werde ich morgen frisch waschen. Ich glaube, das passt ganz gut für Ostern. Ja, ich freue mich auf ein Familienwochenende und leckeres Essen. Viel leckeres Essen. So, ich musste euch da jetzt noch kurz einstellen. Ja, ich hoffe, ich kann die Clips von vorne überhaupt verwenden. Wir haben das Osterwochenende. Heute ist Kar-Samstag, der 30. März. Es ist unfassbar warm. Der Frühling ist da. Es hat 22 Grad. Es tut so gut. Wir haben im Garten schon fleißig, also ich habe den Tisch geputzt und die Sessel hergerichtet, also die Stühle. Mein Mann hat am Grill schon die Spare Ribs drauf liegen. Es gibt dann noch Hühnchen und überhaupt, es wird gegrillt. Ich glaube, das muss man vorne wegnehmen. Wir grillen heute zum allerersten Mal in diesem Jahr. Ich freue mich sehr drauf. Die Grillsaison ist bei uns ja immer sehr beliebt. Wir kriegen Besuch von Freunden, also von Maximilians Taufpacken. Und werden heute den Nachmittag im Garten verbringen. Richtig schön. Es gibt nachher Eiskaffee. Eiskaffee, wie schön. Dann eben gegrilltes mit Tzatziki, das habe ich schon hergerichtet. Baguette, also so Grillbaguette und Pommes und Hühnerfleisch und alles mögliche. Also da freuen wir uns sehr drauf. Das ist nochmal zum heutigen Tag. Ich war, wie gesagt, heute schon in der Früh trainieren. Wir haben einiges erledigt. Ich muss jetzt noch den Geschirrspüler ausräumen und neu einräumen, weil beim Kochen und Zubereiten bleibt immer genug Geschirr über. Zur Wäsche muss ich auch noch schnell runter, weiße Wäsche aus dem Trockner nehmen und aufhängen. Spannende Information. Ja, und weil es heute so warm ist, habe ich eigentlich das gleiche Outfit wie gestern, also im letzten Vlog an, aber da habt ihr es gar nicht gesehen. Heute habe ich jetzt einfach ein schwarzes Shirt, ein ganz klassisches Basic-Shirt und dazu meinen Jeansrock von Mango mit so einem Schlitz hier. Den habe ich auch in einem anderen Blauton, dazu Coachgürtel und ich finde, das passt perfekt für den heutigen Tag, da es warm ist, aber jetzt auch nicht zu warm, als dass ich jetzt schon mit einem Kleid draußen sitzen möchte. Dazu einfach Converse oder Schlapfen. Die Haare, wie gesagt, werden dann heute am Abend oder morgen früh frisch gewaschen. Die sind jetzt nur auf einem Knödel, Sonnenbrille oben drauf. Und ich glaube, das passt ganz gut. So, ich gehe jetzt rum, sage ich mal, kurz ein bisschen was im Garten und dann vom Grillen heute, was es alles so gibt. Im Garten wird es endlich frühlingshaft. Es sitzt ganz gut. Die Heimbuche, also die Hecke, wird schon grün. Der Nachbarsbaum ist übrigens richtig schön in Blüte gerade. In Blüte sind auch diese Ranunkelpflanzen, die ich hier draußen schon mal eingesetzt habe. Die habe ich im vorletzten Vlog auch mit euch bei Dena gekauft. Also hier haben wir Gänseblümchen und Ranunkeln. Die passen perfekt jetzt gerade noch bis Mai. Ja, die Olive schaut auch gut aus. Die hat es überlebt. Die habe ich schon gedüngt. Leider, der Eukalyptus hat den Winter nicht überstanden. Ja, da muss ich mir jetzt ein anderes Pflänzchen für diesen Topf hier suchen. Auf unserem Smokefire. Schau mal, ich hoffe, ich darf das jetzt kurz aufheben. Ah, sieht man gar nicht. Die sind jetzt nämlich gerade in dieser Schale drin, die Ribs. Zu unserem Smoker gibt es übrigens einen extra Vlog, falls ihr gerne mehr darüber wissen möchtet, wie der funktioniert. Der wird nämlich elektrisch betrieben, aber auch mit Pellets über so eine Förderschnecke befeuert. Und wir sind sehr, sehr happy mit ihm. Was dann alles noch drauf landet, zeige ich euch später. Der Esstisch wurde auch schon, zumindest mal mit den Tellern, gedeckt. Hier habe ich die ganzen Stühle schon geputzt, die Autoküche, das kommt erst alles. Also so richtig die Gartensaison wird jetzt im April losstarten. Und im Gewächshaus hier hinten, da sind auch schon ein paar Plätzchen, die aber noch eingesetzt werden müssen. Das seht ihr dann, wie gesagt, alles noch im Gartenflock. Hier haben wir Salat, der in diese Pflanzentreppe reinkommt. Da drüben eine Zucchini sowie Erdbeerpflänzchen, Tomaten und ja, das werde ich, denke ich mal, alles nächste Woche in Ruhe machen und hier fertig, wie gesagt, alles bepflanzen. Ansonsten sind wir beim Garten natürlich noch ein bisschen zurückhaltend, denn die Eishalden kommen noch und das geht erst richtig los. Aber ich freue mich sehr auf die Saison. Ich freue mich einfach voll, dass wir heute wirklich im Garten grillen können. Das ist richtig schön. Endlich draußen sitzen und ja, draußen Zeit genießen auf der Terrasse.
Hallihallo, willkommen zurück am Ostersonntag, kurz vor 10. Wir haben schon alles hergerichtet für den Osterbrunch, ich zeige es euch gleich. Die Haare habe ich mir heute auch ganz frisch in der Früh gemacht und ja, alles sind fertig eigentlich. Ich werde es auf den Tisch fotografieren. Outfit habe ich ein blaues Jeanskleid an, das zeige ich euch auch ganz fix. Das hat hier einen taillierten Schnitt und ist mit Druckknöpfen, finde ich sehr angenehm und auch sehr passend. Wir haben es draußen warm und sonnig, generell im Haus ist es lichtdurchflutet. Letztes Jahr war Ostern ja echt so kalt oder kälter sogar als Weihnachten. Dementsprechend sind wir sehr froh, dass wir dieses Mal mildes Wetter haben und der Osterhase auch alles im Garten verstecken kann. Wie gerade erwähnt, haben wir hier bereits alles für den Osterbrunch aufgedeckt. Diese Tulpen sind heute richtig schön aufgegangen in pastelligen, bunten Tönen. Eine Kürbiskugel ist frisch, hat in der Früh gebacken worden. Dann haben wir hier Schinken, Salami und Co. Aufstriche, Avocado, Passionsfrucht, frisches Gebäck vom Bäcker. Da gibt es eine Käseplatte. Sonne satt macht natürlich alles auch noch richtig schön. Ja, und wir müssen jetzt nur noch Prosecco einfüllen. Ein Beef Tartare macht mein Mann gerade in der Küche und eine Eierspeise fehlt noch, dann ist der Tisch fertig gedeckt. Ja, und Kaffeechen natürlich auch noch ganz frisch, wenn die Gäste dann kommen. Ich muss jetzt auch die Sesseln umstellen, damit sich das alles ausgeht. Wir sind zu neunt und ich freue mich auf Familienzeit, auf gutes Essen und einen sehr entspannten Ostersonntag. Wenngleich ich heute urwenig geschlafen habe, wieso, weshalb, warum? Ich habe einfach nicht schlafen können. Ich glaube, ich mache heute seit langem mal wieder ein Mittagsbützel, ein Schlafall, weil sonst falle ich wahrscheinlich bald um. Da will ich nicht einmal Augenringe, obwohl ich sehr, sehr viel wach, sehr wenig geschlafen habe. Und Zeitumstellung hatten wir auch noch, weil eigentlich ist es jetzt erst 8:45. Aber durch die Zeitumstellung von Winter auf Sommerzeit haben wir schon 9:45. Was erzähle ich euch? Interessiert euch hier nicht. Ich mache weiter in der Küche. Einen schönen Ostermontag. Wie ihr seht, bin ich noch im Bett. Weil ihr seht das ganze Video auch erst, wenn Ostern schon vorbei ist, aber trotzdem, damit ihr wisst, heute ist der 1. April, ein Montag, ein Feiertag. Ich habe das Gefühl, ein neuer Monat kann nicht besser starten. Vor allem, wenn ich hier Kaffee habe, dazu ein Croissant, das schon weggefuttert wurde. Genauso frisches Obst und ein bisschen Zeit für mich. Wir haben heute echt lange geschlafen, ich glaube bis um 7:30. Wir hatten ja Zeitumstellung gestern, einen sehr schönen Ostersonntag mit leckerem Brunch. Mir ist es nur am Nachmittag nicht so gut gegangen. Ich weiß nicht wieso. Also ich habe mich dann echt für einen Mittagsschlaf hingelegt. Habe ich das erzählt eigentlich? Ich glaube, oder? Nicht? Nein. Ja, ich hatte einfach extreme Magenschmerzen gestern. Weiß nicht wieso. Ich habe am Samstag, das seht ihr im letzten Vlog, da haben wir gegrillt, eigentlich gar nicht viel. Nein, wir haben diesen Vlog gegrillt. Oh mein Gott, ich komme mit Vlog schon so durcheinander. Aber ich habe jetzt gar nicht viel durcheinander oder komische Sachen gegessen. Aber ich hatte gestern so Magenweh. Ja, und habe dann auch in der Nacht eben nicht so viel geschlafen. Also von Kar-Samstag auf Ostersonntag. Dementsprechend habe ich gestern Mittag echt ein Mittagsschläfchen gemacht. Ja, jetzt genieße ich noch ein bisschen so die Zeit im Bett, bevor ich mich dann fertig mache. Wir fahren heute zu meinen Großeltern, also zu den Ullis aufs Land. Dann geht es heute um 18 Uhr zum Spinning. Ich habe schon eine Klasse reserviert für meine Freundin Nati und mich. Und dann freue ich mich einfach schon nur noch auf die neue Woche. Wirklich, der April wird sicher großartig. Zum einen hat Max Geburtstag, er wird 10 Jahre alt, das heißt, ich bin 10 Jahre Mama. Dann startet der Frühling so richtig durch. Ich kann im Garten losstarten mit Gartenarbeit und ich freue mich. Ja, die Wochen sind eigentlich noch relativ leer, nicht so viele große Pläne. Die erste Reise startet erst im Mai zu einem Yoga-Retreat und bis dahin eigentlich viel Zeit zu Hause genießen. Aber das ist ja auch sehr schön. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und mich dann fertig machen.
Und ich weiß gar nicht, ob ich heute noch was mitfilme oder dann erst morgen. Morgen ist Dienstag, ganz klar nach einem Montag. Und ich habe einen Tag für mich. Ich werde Videos schneiden und ja, mal schauen. Ich bin wirklich komplett planlos, was in diesem Vlog passiert. Aber es ist auch manchmal ganz nett. Einfach drauf losfilmen, Alltag festhalten und schauen, was passiert. Da sehen wir uns doch nochmal ganz kurz. Ich dachte mir, ich mache diesen Vlog zu einem What I Wear in a Week. Springstyle Outfits, wie auch immer. Also das zum Thema, denn ich habe gerade auf den Wetterbericht geschaut. Unglaublich, die ganze nächste Woche soll es warm und sehr mild werden und auch am Wochenende. Heute hat es 22 Grad draußen, ich war gerade im Garten gießen, es ist herrlich. So herrlich, dass ich heute das erste Mal offene Schlapferl anziehe, also so für draußen. Und ich zeige euch ganz fix, was ich anhab. Ihr kennt ja schon, die ist von H&M mit Lochstickerei, drunter einen Body, dazu eine Jeggings. Dann von Sing, keine Ahnung, auf jeden Fall eine italienische Marke. Solche Schlapferl, die schauen ein bisschen aus wie die Hermes Oran. Ja. Meistens mag ich es jetzt nicht so gern, wenn ich Dupes anhab. Lieber eigentlich das Original, aber ich habe Chloe-Schlapfen und auch ein paar Designerschuhe, aber ganz ehrlich, ich gebe keine 800 Euro aus für Schlapfen. So, dementsprechend einmal solche Dupes, die sind ja neu, die habe ich schon letztes Jahr gekauft und haben jetzt die erste Saison. Dazu passt perfekt mein See by Chloe Bucket Bag, den ich mir ja im Februar gekauft habe. Ich glaube, das passt ganz gut auch zu dieser Bluse. Das ganze Outfit seht ihr gleich im Spiegel. Hier das Outfit einmal im Spiegel. Ich habe gerade noch eine Sonnenbrille raufgegeben. Das ist die Prada, die ich in der Schweiz mal am Flughafen gekauft habe. Das ist für mich so diese typische, klassische Sonnenbrille. Und in der Kombi, finde ich, passt es perfekt auch mit diesem Schlappfall. Aber trotzdem ein bisschen elegant und perfekt fürs Familienessen. Ich freue mich jetzt schon auf Schnitzel und Co. Und glaube, ich melde mich danach wieder. Es ist so schön warm, wenn wir zu Hause sind, werde ich wahrscheinlich im Garten ein bisschen arbeiten, bevor es halt nochmal zum Spinning geht. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch um 7.16 Uhr. Ja, ich bin um 7.16 Uhr schon beim Fitnessstudio, weil ich heute einen vollen Arbeitstag habe. Also einiges, was ich machen muss. Jetzt einerseits, wie gesagt, trainieren, damit ich mein Training reinbekomme. Da werde ich auch gleich ein paar Sequenzen filmen für Löwenanteil. Da bin ich dabei, eine Story zu machen. Dann muss ich Einkäufe erledigen. Einmal in die Drogerie zu Piper, einmal zu Libro, einmal normale Lebensmittel einkaufen, dann nach Hause, dann ein Reel für den anderen Kunden drehen, frühstücken, Mittagessen herrichten und am Nachmittag ist es dann etwas entspannter. Gestern habe ich mir übrigens die Haare frisch gefärbt, einfach verrückt, schon nach 3,5 Wochen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und so sind sie jetzt wieder schön fresh. Auch die Augenbrauen habe ich wieder geliftet, das heißt, die sind auch wieder ja, etwas schöner. Und ich freue mich jetzt auf ein Training in der Früh. Und je früher nach Hause kommen, so eher kann ich wieder frühstücken. Also das passt gut, ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt plaudere. Deshalb lasse ich das jetzt. Wir gehen jetzt rein, machen ein bisschen was, nehmen euch mit durch den Tag und melde mich bestimmt zu Hause wieder bei euch. Thank you.
Hallihallo, willkommen zurück und einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich in den letzten Tagen nicht gemeldet. Was daran liegt, dass ich am Dienstag einiges Organisatorisches machen habe müssen. Arbeit und so weiter. Dann Gartenarbeit. Ich habe für den Gartenvlog gefloggt. In den letzten Tagen ist im Garten sehr viel weitergegangen. Ja, im Haushalt und Co. Ich habe Kapuzinen vorbereitet und ich habe einfach überhaupt, ja, generell in den letzten zwei, drei Tagen jetzt nicht so die Muße gehabt. Ihr kennt mich, manchmal bin ich super motiviert und möchte euch alles zeigen und alles mit euch teilen. Aber die letzten Tage waren eher so zum Runterkommen. Heute war ich schon sportlich in der Früh unterwegs. Jetzt habe ich mir gerade ein Frühstück geholt. Einmal Matcha Latte und einmal einen Muffin. Den werde ich jetzt schnell schnabulieren, weil ich dann ganz fix, und irgendwie habe ich die so blöd gehalten, weil ich ein Video machen wollte, dass mir die ganze Matcha Latte jetzt ausmacht. Ja. Kurz mal einen großen Schluck nehmen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem Geschenk für eine Freundin, denn am Sonntag bin ich auf einer Babyparty eingeladen. Und dann nehme ich euch noch ein bisschen mit durchs Wochenende. Ich befürchte, dieser Vlog ist sehr alltagslastig. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein richtiges Thema gibt. Denn nächste Woche wird es wieder spannend. Da kommt Frühlingsgarderobe, ein neuer Book Club und generell die 15 Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich bin bei Magnolia Park übrigens schon bei 70%, das heißt, ich werde das dieses Wochenende auslesen. Dazu kann ich euch im nächsten Vlog auch mehr erzählen. Und dieses Video wird noch ein bisschen, ja, grillen und generell Alltag. Mal schauen, ist es irgendwie, ja, ich habe immer gerne ein Thema, aber manchmal klappt es halt nicht so gut. Und ihr merkt übrigens auch, ich vlogge jetzt gerade am Handy, weil ich heute auch komplett die Vlogging-Kamera vergessen habe. Wo ist mein Kopf? Was ist los mit mir? Aber ich glaube Besserung. Es geht in den nächsten Videos auf jeden Fall wieder munter weiter und in diesem Video passiert ja auch noch ein bisschen was. Ja, Outfit übrigens heute, weil wir ja so ein bisschen Outfit-Inspo haben, ist eigentlich ein Klassiker. Denn eine Bing-Pulli drunter, Sporttop, Sportleggings und meine Converse. Also ich mache mich mal auf den Weg und werde schauen, dass ich was Nettes finde für eine zukünftige Erdenbewohnerin. Mhm. Also ein Geschenk für die Babyparty. Nach meinem erfolgreichen Shopping gerade eben gibt es jetzt eine Eisplatte zu Hause und ich zeige euch, was ich für die Babyparty, also als Geschenk für meine Freundin, gekauft habe. Und ich habe das Mega-Schnäppchen gemacht. Dazu muss ich gleich sagen, ich verkaufe bei Selpi wieder einige Schuhe. Also ich habe wieder meinen Schuhschrank durchgeschaut. Schuhe, die ich nie trage, die vielleicht auch nicht so bequem sind, also für meine Füße. Und die werde ich alle einstellen. Das sind auch einige neue Modelle dabei, die fast ungetragen sind. Ja, und bei TK Maxx habe ich erstens mal die perfekte Shopping-Bag gefunden. Die passt auch super fürs Training. Beziehungsweise ich schmeiße ja auch immer gern so Yoga-Sachen rein. Und zwar Crush Your Goals. Das finde ich super. Und ihr habt es gesehen, ich habe wunderschöne Sneaker, Trainer, wie auch immer, ergattert. Ich bin normalerweise kein Fan von Adidas, stimmt nicht. Adidas ist jetzt keine Marke, die mir sonst gefällt, also von Schuhen. Ich mag auch diese Adidas Samba, ich persönlich nicht. Ich bin mehr so diese Vans, Converse, Doc Martens, Nike, Schuhträgerin. Aber die haben es mir angetan. Ich finde die so schön. Zum einen haben sie statt 110 Euro nur 59,99 gekostet. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Preis, wo man die niegelnagelneu kaufen kann. Und die sind in der Farbe White, Black und Cream. Und ich finde die einfach richtig cool. Was ich nämlich so genial finde, ist, dass es hier ein Frotteestoff ist. Und da vorne ist es auch so eher samtig. Kurz überlegt, ob ich die fürs Training im Fitnessstudio nehme, aber die gefallen mir so gut, dass ich die draußen tragen werde. Ich gebe auch gerne, also ich schreibe euch hier gerne irgendwo den Code dazu, wie dieses Modell heißt. Ich habe es nämlich online auch gefunden und kann es euch auch gerne verlinken. Also das war ein Schnäppchen, was mitgekommen ist und nicht geplant war. Dann kam ich auch nicht umhin, ein paar Duftkerzen zu kaufen. Einmal von Lab, L-A-B, Driftwood, Tropical Florals und Sandy Musk. Calming heißt die, die riecht richtig gut und ich habe auch sowieso wieder Kerzennachschub, denn alle Kerzen sind ausgebrannt. Und ich muss auch dazu sagen, ich war den ganzen März nicht bei TK Maxx, also das ist wirklich so, wie ich das geplant hatte. Ich war nicht einmal bei TK Maxx, ich habe mich voll dran gehalten. Und dann noch so eine zweite Kerze, da fand ich das Glas sehr schön. Da steht jetzt aber gar nicht dabei, welche Marke oder welcher Duft. Aber die riecht auch richtig angenehm, deshalb habe ich mir die auch dazu genommen. Dann gab es noch Gläser, weil wir wieder solche Gläser brauchen. Wir tun unsere Gläser ein bisschen austauschen. Und für die Babyparty
habe ich einmal so eine schöne Tragetasche. Richtig cool, da gibt es nämlich auch das Tissue Paper dazu, also dass man das auch schön verpacken kann. Von House of Turnowski. Das fand ich so süß. Also einmal eine Karte, Hello Baby. Und dadurch, dass es ein Mädchen wird, ist alles sehr rosa. Und dann habe ich das einfach so entzückend gefunden. Zum einen meine Freundin Raffaele und ich, wir waren die allergrößten Sailor Moon Fans. Also ja, wir waren die Hype Girls. Damals, wir sind beide 1985 geboren, als Sailor Moon noch bei RTL 2 kam. Die letzten Folgen, die letzten Staffeln, wir haben jeden Tag uns das angeschaut, haben danach telefoniert und noch am Festnetztelefon, also so richtig ohne Smartphone. Haben über die Folge gesprochen und sie war so ein großer Bunny, also Usagi-Fan und ich von Makoto Sailor Jupiter. Und da dachte ich mir, passt das ganz gut mit so einem Häschen. Und zwar ist das einmal quasi dreimal so Waschlappen und einmal aus einem richtig angenehmen Material so für den Kopf oben so Badetücher. Und ich glaube, wenn das Butzi jetzt dann Ende Mai auf die Welt kommt, passt das auch ganz gut. Man kann das super verwenden über den Sommer hinweg, also das passt. Und das fand ich so süß, ist auch von 0 bis 3 Monaten. Und Raffi ist ein Fan, sie hat ihre ersten Tochter auch immer sehr gerne so Haarbändchen und Haarschmuck, also Haarschmuck, so Bandal draufgegeben. Und das ist so ein Zweiteiler, Organic Cotton auch und mit so ja, Pfirsichen oder so. Das fand ich süß. Das ist das Geschenk für die Babyparty. Dann dachte ich mir, als Nervennahrung für die baldige Zweifachmama, Macarons und zwar mit Gusto Champagner. Also kein Alkohol drinnen, glutenfrei, aber entweder vor der Geburt oder nach der Geburt so als Nervennahrung. Das kommt alles in die Tüte rein für die Babyparty und ja, das habe ich geshoppt. Ja, ich werde jetzt den Garten runtergehen. Ich zeige euch ganz fix das Gewächshaus. Wie gesagt, es gibt einen eigenen Gartenvlog. Da ist alles drin, von Anfang bis jetzt, wie das Gewächshaus aktuell ist. Wir fahren heute nämlich nochmal zu Dena oder Bella Flora. Mal schauen. Ich brauche nämlich noch ein paar Pflanzen und auch eine Gurkenpflanze, weil die Zucchini ist schon eingesetzt. Aber ich zeige es euch jetzt ganz fix. Und das andere kommt dann wieder alles in den Gartenvlog rein. Da ist es auch schon. Unser fertiges Gewächshaus. Also ich war gestern wirklich super fleißig. Habe zum einen hier die Scheiben geputzt, aber auch hier den kompletten Boden geschrubbt und abgekerchert. Da sind jetzt noch Salatpflänzchen, die kommen aber draußen hin ins Nature Upset. Dafür ist die Zucchini schon eingepflanzt. Ich bin gespannt, wie die hier wuchern wird. So, und dann kommen hier draußen auch noch andere Pflanzen hin. Und da drüben haben wir übrigens auch noch ein Projekt. Aber das seht ihr dann im nächsten Gartenvlog. Da wächst nämlich das Gras nicht wirklich. Und da habe ich was Cooles bei Pinterest gefunden. Aber da warte ich noch, bis das Wetter ein bisschen beständiger wird. Wir haben es zwar jetzt sehr warm übers Wochenende, so 26, 27 Grad bekommen. Also es ist sehr, sehr, sehr warm und fast schon sommerlich. Aber ich traue dem Ganzen noch nicht. Es kann im Mai noch mal sehr kalt werden. Und da möchte ich ungern, dass die Pflanzen alle kaputt werden, denn die Ranunkeln, die jetzt hier stehen und die Gänseblümchen, die halten das ja aus. Aber würde ich jetzt, ich glaube Hortensien eigentlich auch, Hortensien sind auch Winter hat, vielleicht hole ich mir doch schon ein paar. Mal schauen, es juckt mich ja schon ein bisschen in den Fingern, dass ich jetzt alles fertig mache, denn Terrassendeko habe ich auch schon bestellt, die wird auch demnächst gemacht und es kommt dann eben auch in einen neuen Gartenvlog. So, wir müssen jetzt aber zum Kinderarzt. Zu Dena, zur Post, also noch ein paar Erledigungen machen. Und auf den 8. gibt es Bruschetta mit Ofenkäse. Wir haben immer noch holländischen Käse da, den werden wir jetzt aufbrauchen. Baguette und alles habe ich schon gekauft und da freue ich mich auf einen entspannten Abend heute. Hallo, willkommen zurück am Samstag. Wundervolles Wetter, die Sonne scheint. Das heißt, der Grill ist schon angeheizt, die Zutaten, also die ganzen Sachen werden vorbereitet. Ich habe die Beilagen gerade gemacht, mein Mann kümmert sich wie immer ums Fleisch. Ich habe auch schon das Allerwichtigste bei der Hand, einen Prosecco. In dem Fall eigentlich Hugo, ja, Hollersaft, Limette, Minze, Prosecco, Mineralwasser. Und draußen schaut es schön aus. Also wirklich, das Gewächshaus ist jetzt fertig. Ich zeig's euch jetzt nicht, es seht ihr, wie gesagt, im Gartenvlog. Und gestern hatten wir auch noch einen richtig schönen Abend mit leckeren Bruschetta. Und jetzt freue ich mich einfach nur aufs Hinsetzen und Grill und in der Sonne schwitzen. Gell? Hat auch schon sein Bierchi. Ja. Du könntest mal wieder ein bisschen mehr artikulieren. Mit deinen Fans. Prost. Prost. Gluck, gluck, gluck. Und es ist wirklich so unfassbar warm. Also ihr wisst, ich bin ein
Sonnensommerkind, ich mag es, sonst heißt es, ich liebe es, wenn die Sonne scheint, das gibt mir die beste Laune, die meiste Energie. Und es ist einfach so herrlich. Heute schon am Vormittag sind wir draußen gesessen, haben einen Kaffee getrunken. Ich war heute auch schon fleißig, also wir waren generell schon unterwegs, haben den Einkauf erledigt. Dann habe ich gleich Content für und mit Billa gefilmt in einer Billa-Filiale, richtig cool. Das kommt dann bei Instagram bald, genau. Und ich kann es euch morgen schon zeigen, bei Billa gibt es nämlich was ganz was Neues, und zwar ein Crookie, also ein Croissant. Cookie. Das ist ein Zusammenspiel von einem Croissant und einem Cookie. Ja, und jetzt sehe ich schon kommen die Steaks auf dem Grill. Das Fleisch ist am Griller, jetzt noch die Beilagen. Ich habe einmal Zucchini gemacht. Also hier ganz fix in der Grillpfanne. Im Airfryer haben wir schon die Pommes, da kommt jetzt auch ein bisschen Salz drauf. Willkommen zurück am Sonntag. Es schaut so aus, als hätte ich das gleiche Kleid an wie gestern. Es ist auch fast so. Ich habe das Kleid nämlich zweimal. Ich habe es gestern mit einem karierten Hemd und die Hüfte kombiniert und mit Converse. Heute etwas schicker, denn es geht für mich jetzt gleich zur Babyparty. Das ist einmal ein Kleid von Even & Odd und es ist sehr tailliert geschnitten. Früher habe ich immer Angst gehabt, dass ich das nicht anziehen kann, weil ich halt sehr kurvig bin. Ich habe eine schmale Taille, aber halt breite Hüften. Mittlerweile ist mir das Gott sei Dank wurscht. Ich ziehe es an, weil ich mich drin wohlfühle. Und ich glaube, das strahlt man dann auch aus. Hier auf der Seite hat es nämlich einen Schlitz. Dazu durch die Sandalen an, die ich euch bereits am Ostermontag gezeigt habe. Ganz neu ist aber diese wunderschöne Tasche. Ich habe zugeschlagen, aber erst im April. Also eigentlich war ich im No-Buy-Month-March wirklich sehr brav. Die ist von Cézanne. Ich liebe Gänseblümchen. Ich finde die ist einfach wunderschön, gerade jetzt für den Sommer. Auch in Ausblick auf Napoli. Ich werde sie auf jeden Fall nach Neapel mitnehmen. Und ich finde es super praktisch, denn anders als die Loewe, die ich zum Beispiel habe, gibt es hier ein eingenähtes Säckchen. Das ist super gerade für zum Beispiel meine Invisalign-Box oder aber auch ein Lipgloss. Und hier draußen kann man dann trotzdem Smartphone, Geldbörse und so weiter reingeben und hier halt eben wie so eine kleine Pouch. Ich verlinke sie euch gerne unten. Ja, und mit dieser Tasche und einer Jeansjacke, die nehme ich auch noch mit, bin ich bereit für die Babyparty. Ich werde dort ein bisschen mitfilmen am Smartphone. Auf geht's, los geht's zur Babyparty. Das Geschenk vergesse ich natürlich auch nicht. Und auf eines meiner Lieblingsweckerl, oh, jetzt seht ihr mich gar nicht mehr. Weg seid ihr. Das ist eigentlich wirklich total ungünstig, dass ich die Idee habe, den Vlog zu starten, während ich Auto fahre. Aber gut. Ich werde noch ein bisschen besser einstellen. So. Mich auch gerade in Schale geschmissen, haben mir die Haare. Nur, dass ich das Türklacken nicht habe. Ich fange schon zum 100. Mal an heute. Schatzi. Obwohl, die ist sehr süß. Mir angetan. Ich finde die so schön. Zum Urpala. So, nochmal. Servierplatte. Zucchini. Küche ist ein einziges Chaos. Wir haben gerade vorhin auch noch Gras dran ausgestreut. Deshalb steht das hier in der Küche, wo das Gras steht. Hallo, willkommen zurück am Samstag. Ich weiß, es schaut aus, als wäre falsch. Außerdem ist heute Sonntag. Nochmal von vorne.